Lieber Erich, die Untersuchung über nähere Umstände und das Zustandekommen der westlichen Reaktion auf den dir bekannten Vorfall an der Staatsgrenze der DDR zu West-Berlin haben ergeben. Am 5. Februar 1989, 23.40 Uhr, waren im Sicherungsabschnitt der Grenztruppen der DDR Britzer Straße die Bürger aus der Hauptstadt der DDR, Göffrey Chris und Gaudian Christian, in den Handlungsraum der Grenztruppen der DDR eingedrungen. Nachdem sie auf mehrere Anrufe und einen Warnschuss nicht reagierten und das vorderste Sperrelement zu überwinden versuchten, wurden von den Grenzposten gezielte Schüsse auf die Grenzverletzer, 21 Schuss, abgegeben. Beide Personen wurden festgenommen. Auf dem Transport in das Krankenhaus verstarb der Göffrey. Wer damit Briefkopf das Ministerium für Staatssicherheit in kumpelhaften Ton an Staatschef Honecker schrieb, war kein geringerer als der Polizistenmörder und Stasi-Chef Erich Mielke. Warum zitiere ich aus diesem Schreiben? Um uns allen deutlich zu machen, warum eine Straße nach einem 20 Jahre alten jungen Mann benannt wird, den bis zum 5. Februar 1989 nur Familienmitglieder und Freunde kannten. Kurz nach den tödlichen Schüssen sorgten freie Medien außerhalb des Mauerstaats DDR dafür, dass Chris Göffrey in großen Teilen der Welt bekannt wurde. Eigentlich kommt diese Ehrung über 20 Jahre nach dem Ende von Ulbrichts und Honeckers Schandmauer zu spät. Sie kommt aber gerade richtig in einer Zeit, in der politisch interessierte Kreise immer öfter versuchen, dem Mauerstaat und seiner Politik positive Seiten abzugewinnen. Besonders unverschämte Geschichtsfälscher bezeichnen, wie einst mein Lichtenberger Staatsbürgerkundelehrer, die DDR sogar als soziale Alternative zur BRD. Gegen all diese Lügen steht unsere Erinnerung. Auch die Erinnerung an mindestens 17 Menschen, die an der Sektorengrenze des damaligen Stadtbezirks Treptow Opfer des Grenzregimes wurden. Chris Göffrey war der letzte von ihnen. Wer ab heute von Baumschönweg und Plenterwald aus über die Spätstraße zur Stadtautobahn fährt, wird das Straßenschild Chris-Göffrey-Allee sehen und vielleicht dabei an einen jungen Mann denken, dessen Durst nach Freiheit mit Kugeln aus einer Maschinenpistole erstickt wurde. Ich bitte Sie alle, denken Sie nicht nur an Chris Göffrey. Denken Sie bitte auch daran, welche angeblich wissenschaftliche Weltanschauung zu Teilung, Mauerbau und Schießbefehl führte. Und denken Sie immer daran, welche Partei auch Schuld am Tod von Chris Göffrey trägt. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Ich danke vor allem Karin Göffrey dafür, dass sie ihre Zustimmung zur Straßenbenennung nach Chris gegeben hat. Und ich danke meinen Freunden Oliver Igel und Stefan Förster vom Heimatverein Köpenick, die die Ehrung von Chris politisch auf den Weg gebracht haben. Und zuletzt danke ich Baustadtrat Rainer Hömer, der im verdienten Urlaub weilt. Er hat den Bezirksamtsbeschluss initiiert, der heute diese Ehrung möglich machte. Vielen Dank.